Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Quincunx zwischen Sonne und Neptun, aber als dritter im Bunde ist noch der Mars dabei und so ein bisschen kommt uns auch noch der Pluto und der Saturn in die Quere, aber belassen wir es mal bei diesen drei Hauptaussagen. Wir sehen hier auf der einen Seite bei der Sonne sozusagen Schwierigkeiten in internationalen Handelsbeziehungen und auch starke Auflösungstendenzen bzw. Wunschdenken, irreale Vorstellungen und gleichzeitig haben wir den Mars als Herrscher des ersten Hauses, Herrscher von 1 in 3, aber auch Herrscher von 8 in 3. Also das heißt, wir haben es hier mit einer schwierigen Konstellation zu tun, denn hier, unsere Heimat ist in einem großen Transformationsniedergangsprozess im dritten Haus. Also das heißt, dieser Niedergang spielt sich zu einem großen Teil im Bereich der Wirtschaft ab. Und diese Wirtschaft steht zwar im Trigon, ja, zur Sonne, aber die Sonne ist ja sozusagen auch, steht ja auch für Schwierigkeiten. Also das heißt, das Trigon zu den Schwierigkeiten und gleichzeitig ist der Mars auch der Herrscher des achten Hauses. Das heißt, die Schwierigkeiten multiplizieren sich und naja, letztendlich geht es hier um unser Heimatland. Ja. Unser Heimatland hat dann eben hier die Schwierigkeiten auf den Vertragssektoren mit falschen Vorstellungen. Das heißt, hier sind Dinge, weil wir haben das Neptun-Mars-Quadrat, das heißt, wir haben es hier mit Irrtümern zu tun, mit Illusionen, mit Phantasmagorien, also das heißt, Dinge, die nicht funktionieren. Und natürlich bezieht sich das auch auf die Rohstoffthematik, weil Mars und Venus bilden auch ein Trigon. Also das heißt, wir haben auch hier das Problem, weil hier ist der Niedergang, achtes Haus, mit Rohstoffen. Also das heißt, die ganze Situation ist einfach derzeit schwierig. Und als ob es nicht genug wäre, haben wir Herrscher von 10 und Herrscher von 11 an der Spitze des 12. Hauses, nämlich Saturn. Das heißt, Herrscher von 10 in 12, das heißt, unsere Stadtzipaten-Junta erodiert. Ja? Also das heißt, sie geruht in der Bredouille zu schwimmen. Also das heißt, die haben wirklich große Probleme. Und wir sehen hier auch, es könnte hier wieder zu einer Art Kulminationspunkt kommen in 13 Tagen. Das heißt, der 16. plus 13 ergibt den 29. Oktober. Also das heißt, hier sehen wir hier mal so eine kleine Auslösung unserer Freunde, aber auch die befreundeten Staaten, 11. Haus, die alliierten Staaten, verbündete Staaten etc. haben ebenfalls Probleme. Saturn und 12. Haus, Saturn und Fischeenergie verträgt sich überhaupt nicht. Saturn möchte Strukturen aufbauen und Fischeenergie löst alles auf. Also das wird nichts, wie man so schön sagt, auf Sand gebaut oder wie es auch immer ist. Also hier sehen wir große, große Probleme überall. Jetzt schauen wir mal. Wir haben gesagt, Mars-Mond-Quadrat. Das bedeutet natürlich mit Worten übertreiben. Das heißt, hier haben wir natürlich auch einen Faktor, der irgendwie mit Schwierigkeiten behaftet ist. Und worum geht es? Hier geht es um die Bevölkerung und hier geht was unter? Merkur ist der Herrscher des dritten Hauses, Herrscher von 3, Spitze 7. Haus, aber im Untergehen begriffen. Das bedeutet, wir sehen hier die Industrie, die Wirtschaft sozusagen, welche sozusagen die Bevölkerung bereits mit Schwierigkeiten behaftet. Also das heißt, wir sehen hier ein Problem der Bevölkerung mit der Wirtschaft. Gleichzeitig haben wir auch Spitze 7. Haus, eingeschlossen, richtig. Merkur ist noch der eingeschlossene Herrscher des 6. Hauses. Das heißt, man kann diesen Aspekt auch ein bisschen anders interpretieren. Das heißt, es kann bedeuten, dass medial 3. Haus versucht wird, Merkur, das Frostschutzthema noch einmal aufzuwärmen, aber die Bevölkerung, wie wir hier sehen, Quadrat, spielt nicht mehr mit. Also das geht nicht mehr, das läuft nicht mehr. Ich würde sagen, das ist erledigt, also dieses Thema ist Geschichte. Gleichzeitig sehen wir in Uranus als Herrscher des 12. Hauses im 1. Haus das Thema 12. Haus noch einmal wiederholt. Also das heißt, wir haben sehr, sehr viele 12. Haus Energie und neptunische Energie in diesem Horoskop drinnen. Herrscher von 12 in 1 bedeutet, wie wir das so oft hatten, Unklarheiten, Missverständnisse, Auflösungstendenzen, generell Schwierigkeiten. Und hier sehen wir auch noch einmal dieses Thema der Veränderungen der Stadtzipaten, das ist das Revolutionsquadrat. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass um den 29. herum, das heißt Ende Oktober, Anfang November, könnte es in der Riege der Stadtzipaten zu Veränderungen kommen. Ja? Also das ist dieser klassische Revolutionsaspekt. Und wiederholt das Thema Saturn,
Herrscher von 10 und 11 an der Spitze des 12. Hauses, also neptunisch gestellt, und das Quadrat noch zum Herrscher des 12. Hauses, Uranus, ist nichts anderes als eine Verdoppelung dieses Themas, also wie ich immer wieder sage, doppelt gemoppelt. Also das bedeutet, für die nächsten 158 Tage, weiß jetzt nicht, ob Merkur uns die ganze Zeit begleiten wird, aber er wird uns auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall ab der zweiten Hälfte begleiten. Ich rechne mal aus, 158 dividiert durch 2. Das heißt, ich komme auf 79 Tage, 76 Tage. Also das heißt, dieses Thema könnte, also das heißt, es wird die ganze Zeit virulent sein, aber das heißt, um den Jahreswechsel, das heißt, relativ bald nach Jahreswechsel werden wir hier sozusagen wieder eine deutliche Erhöhung des Drucks auf die Bevölkerung sehen. Ist hier leicht zu erkennen, aufgrund der Auslösung hier bei 79 Tagen werden wir das so rückläufig sehen. Also das heißt, im Prinzip für uns jetzt keine neue Nachricht. Für mich ist es immer wieder faszinierend, dass die Aspekte, egal wie sie laufen, egal wie sie lauten, von der Kernaussage immer wieder dieselbe Botschaft bringen. Sie könnten auch andere Botschaften bringen, aber dem ist nicht so. Die Frage des Tages gestern war vielleicht, ja, ich meine, das ist ein bisschen sarkastisch formuliert, natürlich war sie extrem verzerrt, ja, das war ja meine Absicht, ja, das war ja meine Absicht, deswegen auch die Antwortmöglichkeiten waren ja lächerlich, ja, also bitte auch um Verständnis. Ich hoffe, dieser Scherz ist ein bisschen angekommen. Wenn nicht, tut es mir leid. Ja, tut mir aufrichtig leid. Tagesreservefrage hat gelautet, in Frankreich ist soeben eine mediale Bombe hochgegangen. Du erinnerst dich, da ging es sozusagen, dass ein Hochrangiger behauptet hätte, die anderen hätten sich nicht therapieren lassen. Ganz interessant, ja. Und wie viel Prozent, und viel unter Anführungszeichen, der hiesigen Hardlinger oder Hardliner, wie du möchtest. Ich habe mir gedacht, Hardlinger klingt so wie das Gegenstück zu Skrelinger, das sind ja die Schwächlinge bei den Germanen gewesen. Hardlinger-Befürworter, schätzt du, haben sich selbst tatsächlich therapieren lassen, egal wie sehr sie es öffentlich behauptet haben, beziehungsweise sich auch dabei medienwirksam bei der kochsalzlösen Verabreichung dümmlich lächelnd fotografieren haben lassen. Das dümmlich lächelnd wurde mir freundlicherweise herauszensuriert. 4%, ja, natürlich hätte ich jetzt auch sagen können, 80, 60, 40, 20, ja, aber ich habe mir gedacht, nehmen wir realistische Prozentzahlen. Weil warum hätten die denn das mit sich machen lassen sollen? Hm? Warum? Aus welchem Grund? Jetzt kommt ja allmählich die Wahrheit langsam raus. Ja? Natürlich für die meisten ist es spät. Also das ist eine der wenigen deutschen Worte, die mit Z-S-C-H beginnen. S-C-H-P, spät. Zu spät übersetzt. 12% meinen 4%. Ja gut, die Prozentzahlen sind eh hinfällig. Also 2%, 3%, 5%, 2%, 10%. Meinen 1%, es steigert sich schon. Und hier kein einziger für 71%. Oder wollen die sich auch entsorgen? Nein, natürlich wollen sie das nicht. Ja, also natürlich haben sie mit Kochsalzlösung vorlieb genommen und haben dann süß, sauer, dümmlich lächelnd, triumphierend in die Kamera geschaut. Seht her, ich lasse mich mit Kochsalz therapieren. Tu's auch, ja, aber da war halt was anderes drin. Jan und René schreiben, wer zur Familie, zum Club gehört, weiß doch genau, was, wer, wo, warum, wie oft und überhaupt. Maria schreibt, kann darüber nichts finden, würde gerne erfahren, was da los ist. Ja, das ist ein großes Geheimnis. Das, genau. Ich denke jedenfalls, dass keiner von den Großkopferten richtig, genau da liegen wir ja, laufen wir wieder parallel. Brigitte schreibt, bei den meisten Promi-Videos haben sie die Ärmel nicht einmal hochgekrempelt. So was, komisch. Würde sagen, The Show Must Go On natürlich alle, nicht nur zweimal, sondern so eine gesunde Salzlösung hilft immer. Ja, natürlich. Es ist halt Kochsalz ist bekömmlich, ist ein sehr wichtiges, glaube ich, was auch immer. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, ich hoffe, du verstehst, worum es geht. Unsere Happy Hour, da habe ich wieder ein Teich-Video, wenn ich mich richtig erinnere gleich. Nein, das ist nicht der Teich, das ist der Steinbruch. Aber auch nett, ist auch eine nette Gegend. Und 19.50 Uhr, wenn du ein paar Minütchen Zeit hast, bitte, du weißt, unsere Zauberstunde, wir haben unvorstellbare Mächte, je mehr du in deine innere Ruhe kommst, ja, je tiefer dein meditativer Zustand ist und je tiefer du dann in diesem Zustand, in diese Bilder mit Freude eintauchen kannst, desto schneller geschehen sie. Du weißt ja, dein Wille geschehe. Wir wollen Frieden im Osten, wir wollen Heilung für unsere Mitmenschen und wir wollen für dich das Allerbeste. Deswegen würde ich dich auch bitten, dass du für dich, ganz besonders für dich, wunderschöne Szenen und wunderschöne Bilder siehst, wo du dich wohlfühlst und du weißt, Bewusstsein schafft Realitäten und je positiver sich das für dich anspürt, desto schneller erschaffst du es und desto mehr wirkst du auch auf andere Leute, weil dein
positives Dasein, das ist so wie ein Leuchtturm, ja? Ich meine, ganz banal eigentlich. Okay, gut, ich muss leider schon mich vorbereiten für den Absprung in Richtung Baden. Es hat aufgehört zu regnen, es hat vorhin ein bisschen getröpfelt, aber es hat aufgehört zu regnen. Sollte es zu rutschig sein, dann werden wir die Lochsteine ein andermal machen, weil es dort so steil ist und ich möchte nicht haben, dass wir dort serienweise mit der Nase im Matsch landen. Also das wäre kontraproduktiv. In dem Sinne, einen großartigen, wundervollen Samstag, dein Astrowolf. Ende.